Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Lost the Song. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. Oh, hallo. Dich nehme ich mal auf. Ja, in der letzten Folge haben wir ein Konzert von Seven gesehen und wir sind jetzt hier im zweiten Dungeon. Was? Okay. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen habe ich hier in der letzten Folge gecuttet. Und ja, wir haben erfahren, dass wir alle vier Dungeons machen müssen, damit wir den Hauptboss schwächen. Man könnte rein theoretisch auch jetzt schon zum Hauptboss, aber... Ja, natürlich sind genau die gleichen Gegner wie in der letzten Folge. Oder vorletzten Folge war das ja. Okay. Nur halt ein paar mehr Gegner, ist klar. Okay, jetzt übertreibt das Spiel doch dezent. Weil gefühlt alle fliegen können. Übertreib halt Spiel. Und ich kann ihn nicht mit meinem Skill besiegen. Na toll, und ich treffe ihn nicht mal. Alter, Shino kassiert gerade. Mach was! Mach was, Asuna! Ich kann... Warum kann ich jetzt gerade meinen Skill nicht einsetzen? Danke, Asuna. Mann, ich ertrage doch nicht, Gerito! Ich hasse dich! Ey, come on, die können fliegen! Die können alles machen! Nur ich... Ja, die können ausweichen! Das habe ich aber langsam schon so voll mit denen. Das Spiel übertreibt doch hier... Ja, wieder ist er ausgewichen, der Wichser! Ich finde das nicht mehr witzig hier. Bringt ja auch nichts, hier irgendwelche Skills einzusetzen. Wenn die ganze Zeit hier ausweichen. Hör auf zu fliegen. Komm jetzt her. Warum darf ich schon wieder kein Schwert einsetzen? So beschiss. Oh, kann das mal bitte verpissen sich. Ich finde das nicht witzig, Spiel. Ja, ich darf halt gerade keine Items einsetzen. Okay, sie hat sich selbst geheilt. Ich finde diese Gegner so nervig, weil sie fliegen und ausweichen können. Und ich darf hier nichts. Ich kann hier nur springen. Down. Ja, so, jetzt haben wir noch den Bogen-Asi. Den wir doch jetzt mal besiegen können. Nö. Er hat natürlich überlebt. Jetzt ist er tot. So, jetzt kann ich mich um den Hauptboss kümmern. Beziehungsweise wir kümmern uns um den Hauptboss. Endlich. Und ich habe fast nichts abgezogen. Supi. Aber er liegt am Boden. Jetzt kann man endlich mal ein bisschen abgehen, bitte. Beim Superskill hier. Boah, der Schaden ist natürlich auch sehr absehbar, ne? Ah, geil, er ist paralysiert. Keine Ahnung, wer das von euch geschafft hat, aber das war sehr, sehr gut. Ich weiß leider nicht, wo seine Schwachstelle sich befindet. Nochmal halt. Nochmal Mana-Kristall. Ich muss den jetzt besiegen. Boah, was zur Hölle, was war das denn für eine Attacke? Ah, er sollte rein theoretisch gleich down sein. Vor allem, weil ich jetzt nochmal Star Wars zu Stream reinlege. Sollten wir es doch aber gleich geschafft haben. Komm, er hat doch fast gar nichts mehr. Aua. Jetzt, jetzt sollte er doch rein theoretisch down sein. Genau. Oh, Jesus Christus. Ach, ich hasse diese fliegenden Gegner. Die sind so Cheater. Man, die können hier fliegen und wir nicht. Aber wir haben den Dungeon geschafft. Das ist das Wichtigste. Damit haben wir die Hälfte der Dungeons tatsächlich geschafft. So, Einhändnerschwert wieder und aktivieren. Hoffen wir doch.
Ich glaube, da wird wieder so ein komisches Portal erscheinen, oder? Ja, wieder so ein komisches Portal. Warum auch immer erscheint da immer so ein komisches Portal. Ja, here we go. Und die Gegner. So, erstmal wieder Defense down machen. Angriff machen wir auch wieder down. Wir sind wieder auf Level 500. Aber durch meinen Superskill ist das halt alles kein Problem. Also danach muss ich unbedingt Items kaufen, schnell. Bevor wir mit dem nächsten Dungeon hier weitermachen. Aber ansonsten könnte das doch etwas schwieriger werden die nächste Zeit. Weil meine Items gehen nämlich so langsam aus. Aber ich weiß immer noch nicht, was diese Dungeons bringen. Ob die damit die Lichter endgültig ausmachen oder... keine Ahnung, whatever. Wir haben es jedenfalls geschafft und können... jetzt erstmal zurückfliegen, wo ich jetzt meine Items kurz aufstocke. So, wieder diesen Fluchtkristall suche ich. Da. So kommen wir nämlich viel schneller aus den Dungeons raus und die Dungeons sind ja jetzt etwas komplizierter geworden. Und da habe ich natürlich nicht vor, die ganze Zeit durch die Dungeons zu laufen. So, jetzt kurz zurückfliegen. Ich jetzt hier auf dem richtigen Weg, ja. So, fliegen wir mal ganz schnell zurück. Es dauert ja auch nicht lange, deswegen muss ich ja jetzt auch nicht cutten. Ich meine, der Weg da zurück zur Stadt. Oh. Lol. Das war, glaube ich, auch ein bisschen buggy, aber in Ordnung. Lass mal das mal so stehen. Ich meine, es geht ja recht schnell, hier Items zu kaufen. So, kaufen. Kaufen. Erstmal hier wieder alle Items wieder kaufen. Vor allem was Mana-Kristalle angeht, da haben wir doch einiges verbraucht. Vor allem was gerade diesen Gegner anging. Und ich meine, man kann in dem Spiel relativ schnell Geld farmen, von daher. Auch wenn ich diese normalen Mana-Kristalle fast gar nicht mehr brauche, aber ich nehme sie trotzdem als Backup mit. Gegengift nehme ich auch mal noch eins mit. Paralyse haben wir genug. Erfrischung haben wir eigentlich auch in Ordnung. Gnade. Keine Ahnung, was das gerade ist. Habe ich auch keine Lust vorzulesen. Giftpfeile braucht man nicht. Gut, und weiter geht's. Seht ihr, geht relativ fix. Und zack, sind wir schon wieder im Gebiet drinne. Kosten tun ja die Dinger auch nicht viel, beziehungsweise man kommt ja in dem schnell relativ viel an Geld. Ihr seht, ich habe schon 3 Millionen und habe gerade mein Vermögen nicht mal angekratzt. Und, ah, verdammt, Kyoto ist kaputt. Ich sag, wir könnten rein... Oh Gott, guckt euch das an! Der Gegner, der da vorne steht, den kennen wir doch. Aber mit dem möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Also ich habe mich hier die Map schon angeguckt. Es gibt größtenteils halt diese... man findet halt größtenteils diese Lichter. Sind das dann eigentlich alle Dungeons? Es gibt noch relativ viele Dungeons, die wir erledigen müssen. Mal gucken. Wir werden sehen, was danach passiert. Nach dem Dungeon. Hier müsste der nächste Dungeon sein. Genau. Und rein damit. Wow! Das sah jetzt gruselig aus. Genau so sieht's aus. Wenn ich mit meinen wieder 3 Aufnahmesessions vorbei ist, dann werde ich natürlich auch wieder trainieren. Ah, come on, ich hasse es, wenn diese Gegner die ganze Zeit ausweichen. Ist natürlich clever, aber... Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das? Es gibt hier 3. Wollt ihr mich verkackeiern? Kann ich mir jetzt hier den Weg aussuchen, oder was? Oh Gott. Guckt euch das an! Alles nur fliegende Gegner, gegen die ich halt größtenteils nichts machen kann. Und ich hasse diesen Gegner. Der kann mich gerade schon wieder paralysieren.
Oh, kann ich Kirito direkt seinen Skill einsetzen? Muss er die ganze Zeit erst auf den Boden sinken? Ja, jetzt bin ich nämlich wieder vergiftet. In diesem Aster. Bleib halt stehen. Oh, komm, bleib halt stehen und nicht sterben. Das ist so nervig, dass die ganze Zeit fliegen können und dadurch ausweichen können. Und ich muss halt hochspringen und dann triffst du erst die Gegner. Das ist so unfair. Komm, stirb. Stirb. Wunderbar. Und teleportieren. Ich weiß nicht mal, ob wir den richtigen Teleporter benutzen. Aber das sieht nicht danach aus. Nö. Oh, natürlich wieder fliegender Gegner. FTW. Oh, come on. Natürlich könnte ich die ganze Zeit diesen Skill machen, aber der zieht halt zu wenig ab. Okay, die Tropfen haben wir schon genug. Und hier befindet sich ein Hermes Weisheit. Danke, Asuna. Also einmal gegen die kämpfen ist okay, aber 3000 Mal... Nein, danke. Das mache ich lieber off-cam zum Level. Gerade noch gesehen, aber das Wundermittel können wir leider nicht aufnehmen. Dafür das. Noch mehr fliegende Gegner. Versuche ich halt mal meinen Skill einzusetzen. Er bringt halt in der Luft sehr wenig. Da muss man lieber auf den Boden angreifen. Hallo Gegner. Oh, come on. Bleib doch stehen! Das ist nicht so witzig, ey. Das ist echt nicht witzig, wenn die Gegner die ganze Zeit fliegen und du hast überhaupt keine Chance. Ich finde das echt nicht witzig in dem Spiel, dass die Gegner die ganze Zeit fliegen und können dich die ganze Zeit ausweichen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtlich ist oder ob sie da überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, dass das dezent auf den Sack gehen kann mit der Zeit. Nur was sie sich dabei gedacht haben, ich weiß es nicht, aber... Ja. Keine Ahnung, ich hoffe, dass da bei Holo Relation da besser darüber nachgedacht wird. Dem neuen Sword Art Online Ableger. Der ja irgendwann 2016 rauskommen soll. Den ich natürlich auch Let's Playen werde. Nicht vor dem deutschen Release, weil ich da direkt weiß, dass das Spiel auch in Deutschland rauskommen wird. Oh, Schweine. Gegner auf dem Boden. Gegner auf dem Boden, das sieht man im Spiel auch selten. Zumindest was die Dungeons angeht. Die sind zwar relativ nervig, diese Orks, aber... Die sind relativ schnell down zu gehen. Nicht allein da denken würde, ich hätte Steria im Team. Oh, das wäre richtig schwer. Ich meine, vor allen Dingen Shinon habe ich ja im Team so als Fernkämpferin. Das passt natürlich gegen diese nervigen vielen Gegner richtig gut. So, jetzt sollten wir aber richtig sein. Definiere richtig. Ah, ich denke mal schon. Ich gehe jetzt zum Schalter. Genau. Hallo, fliegender Gegner. Also ich glaube, mit Steria hier oder Klein hier zu kämpfen, das ist, glaube ich, richtig schwer. Vielleicht hatte jemand hier Steria oder Klein oder sonst jemand halt mit einem großen Schwert, was halt langsam zum Angreifen ist. Ich glaube, das würde hier schon... definitiv auf den Sack gehen. Weil wir brauchen ja lange zum Angreifen und die Gegner können sich ja relativ schnell wenden und flüchten. Wo ist der Schalter? Ich habe hier einen Schalter gesehen. Okay. Der ist auf der anderen Seite da. Mechanismus aktiviert. Gegner können wir noch schnell besiegen. Wo ist er? Da. Ach, come on. Jawohl. Vor allem, warum wurde Kirito vergiftet? Ich war doch mitten im Skill drin.
Manchmal kann man sich in dem Spiel ziemlich festglitschen. Das gefällt mir auch nicht so gut. Ach komm, ich lasse sie einfach in Ruhe. Wenn man levelt, dann ist diese Spawnrate schon richtig geil. Weil du Gegner halt relativ fix besiegen kannst. Was müssen wir die Gegner jetzt besiegen? Monster versperren den Weg. Na, dann besiege ich meines Menschlichen. Ah, das ist schön, dass die hier alle auf dem Haufen waren. Also konnte ich sie relativ fix besiegen. Das ist immer das Beste mit diesen Mega-Skills. Die ganzen Monster auf dem Haufen sind. Weil du sie halt dann relativ fix besiegen kannst. Mit diesem Super-Skill, weil der halt unglaublich viel abzieht. Dann ist das schon relativ episch in dem Spiel. So, hier ist ein Teleporter. Befindet sich hier noch irgendwie eine Kiste. Nur dafür so ein Leuchteding. Was da übrigens in diesen Leuchten, also in diesen Search Points oder Suchpunkten drin ist, das ist übrigens alles immer random. Also, ich kann euch jetzt nicht sagen, wenn ihr dahin gehen würdet und sagen würdet, ah, der bei dem Flui war das drin, dann wird bei mir das bestimmt auch drin sein. Aber so ist es dann leider nicht. Kämpfen wir gegen die Boss. Villa der Stein. Ja. Seufz. So. Ich kümmere mich jetzt einfach hier ein paar Liga. Einfach mal ein bisschen mit dem Superskill ausrasten. Und zack, habe ich schon mal zwei Gegner besiegt. So. Erstmal hier ein bisschen ragen. Oh, dieser Skill. Diese Reichweite von dem Skill ist leider auch dezent klein. Ich bräuchte einen Mana-Kristall. Sonst wird das doch etwas schwieriger. Leider, wenn man den Skill einsetzt und der Gegner halt automatisch verschwindet, weil er ausweichen will, dann ist das ziemlich schwierig. Ja, da zum Beispiel werde ich jetzt den Skill einsetzen, dann bewegt sich halt Kyuto relativ wenig nach vorne. So, erstmal. Nein, ich habe noch nicht alle Gegner besiegt, okay. Aber den kleinen Asi da, den werde ich doch auch schaffen. So. Good job, Leute. Jetzt kümmern wir uns um den Hauptboss kümmern. Also die Mana-Kristalle kann ich euch nur empfehlen. Die sind wirklich geil. Einfach mit den Super-Skills auf den Hauptboss draufkloppen. Und wenn ihr seht, okay, Mana ist weg. Oder so eine schöne Fähigkeit hier von Asuna, die ihr selbst einfach mal Kristall benutzt, dann ist das schon relativ geil. Vor allen Dingen gegen diese Steingolems ist das halt richtig positiv. Weil die halt relativ viel aushalten, diese Steingolems, und eine unglaubliche Defense haben und keinen wirklichen Schwachpunkt haben. Deswegen sind die schon etwas nerviger. Deswegen immer schön auf den Gegner draufkloppen, Mana-Kristall zücken. Okay, danke, dass du mich eigentlich getroffen hast. Wir wollten nämlich den anderen Mana-Kristall einsetzen, aber dann solltest du auch mir den Mana-Kristall gönnen. Okay. Super, mein Team hat das schon selbst erledigt. Good job, Asuna. Respekt. Habt ihr super gemacht, Leute. Freut mich. Juhu, der nächste Boss ist besiegt in diesem Dungeon oder in diesem Gebiet. Immer komisch, dass das immer die gleichen sind. Da war schon immer dahinter ein winziger Raum, aber wenn du den erst jetzt bemerkt hast, in Ordnung. So, Schalter aktivieren, wieder kommt da so ein nerviges Portal. Wo bestimmt wieder Noob-Monster auf uns warten. Wie immer bestimmt diese Skelette. Also ein bisschen mehr Abwechslung in dem Spiel würde ich mir schon wünschen. Das ist manchmal relativ eintönig. Dadurch, dass das Spiel halt so groß ist, würde ich mir schon von dem Spiel ein bisschen mehr Abwechslung wünschen. So, Defense down machen, Angriff down machen. Man könnte ihn auch dir... Alter,
Jetzt hör einfach auf. Hör auf! Du langweilst mich. Du langweilst. So, jetzt. Weißt du was? Weil du mich die ganze Zeit gelangweilt hast, wirst du jetzt auch als Erste sterben. Eigentlich... Hör auf zu fliegen. Eigentlich solltest du nämlich als Letzte sterben, aber wenn du... Weißt du, wenn du mich so langweilst, dann hast du es auch nicht verdient. Als es... Ernsthaft hat er das Skill nicht getroffen. So, den sollte man jetzt aber als Letztes noch besiegen. Das ist immer so am besten, wenn man so die Angriff des Gegners und die Defense nochmal senkt. Dann kann der Gegner eigentlich einem überhaupt nichts mehr anhaben. Und ihr schafft die Gegner eigentlich sehr leicht. So schwierig ist das Spiel ja auch wieder nicht. Wenn man ein ordentliches Level hat, dann sind die Gegner halt wirklich relativ schwach. So, ich werde jetzt noch einen Fluchtkristall benutzen. Und dann werde ich auch diese Folge hier beenden. Es ist ja nur noch ein Dungeon, den wir schaffen müssen. Und dann ist der Hauptboss richtig schön geschwächt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. In der nächsten Folge machen wir den Dungeon, der da rechts oben ist, mit diesem leuchtenden Punkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute, und ciao!